So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Erstmal der Sponsor vom heutigen Video. Das ist diese Dose, dieses Original Turmbräu Bananen Hefeweizen. Kennt ihr das? Schon mal gesehen? Bananen Hefeweizen, so ein Bananenweizen trinkt man ja immer mal gerne, aber in der Dose Bananen Hefeweizen von Turmbräu war mir auf jeden Fall neu. Habe ich noch nie erlebt. So, das war der Sponsor vom heutigen Video. Nein, ist eigentlich alles wieder Quatsch. Heute war schon wieder Raid-Boss-Wechsel. Das Seen-Trio ist fort. Heatran kommt in die Raids, aber auch nur einen Tag, genau heute am Donnerstag. Am Freitag kommt ja dann Giratina, da wollten wir dann nach Gera fahren. Ich weiß immer noch nicht, ob ich vorher einen Community-Raid mache oder in Gera mit Thomas, Shenaya und so weiter dann. Ein Community Raid in Gera und dann weiß ich auch wieder nicht, wann das online kommt. Jetzt machen wir aber erstmal Heatran, der wieder im englischen Garten ist, wie gestern, nur diesmal an der Arena, wo ich gestern hinlaufen wollte, dann falsch waren wir zu anderen laufen mussten und ich habe jetzt auch Toputz. Gestern Abend wurde noch eingeladen, Sarina hat da netterweise mal einen Raid in die Raid-Gruppe gepostet, bei Telegram hat Toputz gepostet, ab ins Tierheim hat er auch mal Toputz gepostet. Da wurde eingeladen, haben ein paar Leute mitgemacht, das war wieder richtig mies zu fangen. Manchen ist es auch geflohen. Ich habe meinen einen Fan-Raid-Pass genutzt, wir haben das bekämpft, ich habe das Toputz gefangen, Pokédex-Eintrag geholt, habe eine Aufnahme gemacht, was ich ja nebenbei hier, glaube ich, einblende, wenn ich es nicht vergesse. Und dann habe ich gesehen, mit zwei Fan-Raid-Pacen habe ich mein Ziel erreicht, habe noch 525 Münzen übrig gehabt, die habe ich direkt wieder in Itemplatz und in Beutelplatz für Pokémon investiert. So bin ich jetzt, glaube ich, bei 1000 bei Pokémon und bei 1750 bei Items. Das alles in Vorbereitung schon mal zur komischen Sinnoh-Tour. So, mittlerweile müsste die Toputz-Dings hier durch sein. Ich laufe jetzt mal hier über den Zebrastreifen. Dass ihr das seht, wie das aussieht, wenn man über den Zebrastreifen läuft. Huch, da wäre ich fast noch hingeschmiert, weil die Schuhe haben kein Profil mehr. Das ist halt richtiger Schmutz und es ist immer zu nass, weil heute regnet es die ganze Zeit. Wir laufen jetzt auf jeden Fall zur Arena. Dann schauen wir mal, wen wir heute einladen, wer mitmacht beim Heatran Community Raid. Und für mich müsste das auch wieder ein neuer Pokédex-Eintrag sein. Und dann müsste ich eigentlich endlich mal meine Forschung abholen, damit ich da nochmal alles doppelt und dreifach krieg. So, hinter mir seht ihr jetzt die Arena. Haben wir euch aber schon 100.000 Mal gezeigt. Ist leider nicht an, ist ja eigentlich ein Brunnen. Ne? Kennt ihr vielleicht von den Z-Day-Streams oder so? Da kommt sonst überall Wasser raus. Ich habe mich jetzt mal hier an die Seite gestellt und guckt mal, das ist falsch, deswegen flackert das so. Jetzt nicht mehr. Hä? Jetzt ist es richtig. Das, so muss das aussehen. Euch stelle ich jetzt mal ja eigentlich hier oben drauf. Obwohl das irgendwie viel zu hoch ist. So, ihr steht jetzt auf dem Alfada. Ne, was heißt Alfada? Alfada hat gerade geedit für den Raid. Jetzt will ich trotzdem ganz kurz mal in den Community-Tab noch rein. Will hier mal zeigen, dass ich wieder mal eine Heatran-Konda-Grafik gepostet habe. 21,45 ist der 100er Wert, 26,81 der mit Wetter-Boost. Das Ding ist Stahl und Feuer. Ihr nehmt am besten Kampf, Wasser oder Boden. Nehmt am besten aber direkt sowieso Boden, weil Boden gut gegen Feuer, Boden gut gegen Stahl. Das heißt, es ist dann doppelt. Wir haben damals immer mit Sumpex, 6er-Team Sumpex mit Erdbeben und Boden-Moves, haben wir den immer im Duo gemacht. Jetzt gehen wir hier zurück. Jetzt ist der Raid auch auf. Jetzt muss der nur zurück zur Arena. Dann können wir den Pass einwerfen. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich einen riesen Passüberschwung habe, gerade an freien Pässen, was ich gar nicht gemerkt habe, weil da habe ich nicht wirklich nachgedacht oder nicht richtig gelesen. Jetzt haben wir schon 5 Leute eingeladen, die eingeladen werden wollen. Der T-Tomek, der Kohlemann, der Borki, der Alfata und der Trainer Sir Abs. Denn die 5 haben sich in der Raid-Gruppe eingetragen zum Mitnehmen. Die habe ich deswegen jetzt hier eingeladen. Ihr seht jetzt hier auch eine Knackrag-Armee. Groudon ist dabei. Rihonyo ist dabei. Wir sind ja eh wieder genug. Das kann man so lassen. Was mir jetzt erstmal aufgefallen ist, mir wurde ja vom Hubi Michi dieses Raid-Ticket geschenkt, wo man 2 kostenlose Raid-Pässe pro Tag hat. Dachte ich, normal hast du einen.
durch das Ticket hast du zwei. Ich dachte, du bekommst einen zusätzlichen. Jetzt habe ich mich aber gewundert, weil ich am Montag die ganze Zeit Darkrai gemacht habe. Am Dienstag habe ich extra zwei Raids gemacht, weil ich dachte, dann sind die zwei freien Pässe weg. Am Mittwoch habe ich gedacht, ich muss auch wieder meine zwei Raids machen, habe aber vier freie Pässe gehabt. Warum? Es gab den freien Pass und durch das Raid-Ticket gab es zwei zusätzliche freie Pässe. Das heißt, es sind drei pro Tag. Dadurch, dass ich am Dienstag aber nur zwei gemacht habe, war der dritte freie Pass vom Dienstag dann wieder in meinem Beutel durchs Arena-Drehen. Ich habe am Mittwoch dann also den dritten vom Dienstag erstmal weggemacht, dann den ersten vom Mittwoch, den zweiten vom Mittwoch und dann den dritten vom Mittwoch. Das heißt, ich habe am Mittwoch vier Raids gemacht. Neben meinem Westbrit vor Ort, was ein freier Pass war, habe ich die anderen drei freien Pässe genommen für Plinfer, Panflam und Schellast, genau. Eben für die Starter. Und das heißt, heute habe ich wieder drei Pässe. Ich mache jetzt also dieses Heatran und dann kann ich gucken, dass ich vielleicht die zwei Dreier-Raids noch mache für die eine Raid-Medaille. Und ja, das heißt, das Ticket lohnt sich sogar mehr, als ich dachte, weil ich dachte, man hat dann einfach zwei Pässe an dem Tag, aber du hast dann drei Pässe an dem Tag. Das heißt, ich kann schön, obwohl ich keine Grünpässe nutzen muss, die mir alle für die Sino-Tour aufheben, kann ich trotzdem meine Raid-Medaille ein bisschen pushen und verschiedene Raids machen, die ich vorher nicht gemacht habe. Aber muss mir da mal eine Liste aufschreiben, muss immer gucken, was habe ich schon gemacht, was nicht, dass ich keinen doppelt mache. Denn ich brauche jetzt nicht 10 Shellers-Raids machen, das ist ja sinnlos. Ich mache einen einzigen Shellers, einfach, damit er halt irgendwie die eine Medaille pusht. So. Jetzt haben wir so viel geredet, habt ihr überhaupt was verstanden? Das ist auf jeden Fall... Wenn ihr das Raid-Ticket habt, habt ihr das bestimmt schlauer gemacht und ihr wusstet das und dann wart ihr auch nicht überrascht, weil ihr euch das genau durchgelesen habt. Wir klopfen jetzt hier weiter drauf. Heatran ist ja eigentlich auch ein cooles Ding, fand ich, weil das ist halt einfach so ein Frosch mit einem Stahlhelm und den konnte man gut zu zweit machen, der lässt sich auch, glaube ich, gut fangen. Ich hatte auf dem Main-Account damals 400-prozentige oder drei. Einer war auf jeden Fall Andy der Wanderer, den gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Kennt ihr Andy der Wanderer? Von dem habe ich damals mal aus einem Raid 1 bekommen, habe das dann auch hochgezogen. 2092, na gut, das ist nicht so gut. Ist auch kein Shiny. Wir gucken jetzt mal hier beim Habanero, was der hat. So, gehen rein, drücken drauf und haben kein Shiny. 2094 sind 2 WP mehr. So, wie kann man sich denn jetzt mal hier hinstellen, dass man in Ruhe fangen kann, dass ihr das gut seht? Das ist alles, es ist ein Krampf, da unten rumzustehen und versuchen, da hochzuwerfen. So, goldene Beere drauf. Das ist einer, der sehr in der Mitte sitzt, der vielleicht ab und zu mal kurz hüpft oder angreift, aber der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts, der fliegt nicht, der macht keine Rückwärtssaldos, der macht einen kurzen Hüpfer, okay. Und ansonsten seht ihr, der Kreis jetzt so ist schon... einfach fabelhaft. Ich gehe mal davon aus, dass ich genügend Bälle habe, sodass ich nicht warte, bis er angreift, sondern immer dann werfe, wenn ich denke, dass es passt. Wenn ich nur noch 10 Bälle habe, dann mache ich es lieber mit Kreis einstellen und gezielt fabelhaft werfen. Aber so kann ich ja curven, dann geht das bestimmt schneller. Muss man nicht so lange warten. So, das passt. Wir werfen. Er greift an, aber der Kreis ist ja immer noch eingestellt, also werfen wir schnell den nächsten hinterher. Das klingt schon wieder alles sehr verworren, oder? Blickt man da durch, was ich meine? Dadurch, dass er angegriffen hat und der Kreis klein war, so wie jetzt. Das hat zu lange gedauert, bis der Ball wiederkommt. Das sieht auf jeden Fall alles schön hektisch aus. Das ist ja das, was ich meistens nicht leiden kann, die Leute, die am Raid stehen und 2 Stunden einfach so machen die ganze Zeit. Ich denke, warum curven die sich denn so zu Tode? Da ist der Pokédex-Eintrag. So, fürs Thumbnail, dann bewerten wir den auch kurz. 3 Sterne, 11, 13, 13. Passt. Jetzt habe ich immer noch 2 Raid-Pässe für heute übrig. Das muss man sich mal vorstellen. T-Tomic, beste Freunde. Wahrscheinlich hat er das versucht, noch in die Raid-Gruppe dann zu schreiben. Aber ist egal. Beste Freunde, Grüße gehen raus. Bei Heatran hat sich, glaube ich, die neue Spezialattacke gelohnt, die man ihm geben kann. Die er heute, denke ich mal, auch in der Raid-Stunde 18 bis 19 Uhr hat, kriegt, wie auch immer. Ich brauche den nicht. Ich versuche ja alles, was mit Feuer ist, über die Flampivian-Armee aufzubauen, weil das sind normale Pokémon und keine legendären.
Ansonsten habt ihr ein gutes Heatran, habt ihr ein Shiny. Das ist mein erster und einziger Heatran Raid, den ich jetzt mache. Pokédex-Eintrag ist da. Rest ist egal, denn das ist der Habanero Free-to-Play-Account. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.